einen recht schönen guten Morgen heute an einem für die Landwirte erfolgreichen Tag, nämlich es regnet. Oh, das ist ja, Wasser ist ein Lebenselixier und für die Landwirtschaft überlebenswichtig. Und wir handeln ja heute ein Thema ab, das mit der Landwirtschaft zu tun hat. Ich begrüße Sie hier im Herrenhof recht herzlich. Wir haben zum letzten Mal die Gelegenheit, auch am Bildschirm zu Hause den Vortrag zu sehen. Wir stellen diese Übertragung aus Kostengründen ein. Die Pandemie ist vorbei und da wollen wir ja die Leute wieder in unseren Festsaal locken. Und deshalb freue ich mich besonders, dass heute wieder viele Leute hier sind, die sich auch hoffentlich beim Herrn Pech recht gut verpflegt fühlen. Und wie immer, diese Veranstaltung ist noch kostenfrei, wurde schon mehrmals angemahnt, ich soll mir was anderes überlegen, bin aber zu keinem anderen Schluss gekommen als Kostenfreiheit. Und unser Spendenschweinerl, das demnächst umläuft. Ja, meine Damen und Herren, das Thema heute wird von Herrn Roland Paul, wo ist er? Hier. Vorgetragen zum Thema Anmerkungen zur Geschichte der Landwirtschaft in der Pfalz in den letzten 500 Jahren. Ich möchte auch noch an was anderes aufmerksam machen. Wir haben eine kleine Broschüre, die vom Herrn Adams vor einigen Jahren geschrieben wurde, zur Geschichte des Herrenhofes. Wie Sie wissen, der Herrenhof war auch mal ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und da können Sie dann einige der Daten, die Herr Paul heute vorträgt, wohl für diesen Standort hier, Herrenhof, nachvollziehen. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir heute zum letzten Mal unsere Ausstellung Kultur und Natur öffnen. Die ist seit 11 Uhr geöffnet bis 18 Uhr. Wer also noch die Gelegenheit wahrnehmen will, die wunderschönen Naturbilder von Frau Stahl-Schmidt und Frau und Frau Schaffer sich zu betrachten, kann nachher nach dem Vortrag die Treppe runtergehen, kommt sie direkt in die Ausstellungshalle, die genau hier drunter liegt. Ja, dann möchte ich den Herrn Paul nicht weiter warten lassen und ihn bitten zu seinem Vortrag zu 500 Jahre Landwirtschaft in der Pfalz. Danke. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich wieder hier im Herrenhof bin und freue mich auch, dass so viele Leute heute gekommen sind. Vielen Dank, Herr Dr. Bleiholder, für die freundliche Begrüßung. Meinen Vortrag habe ich genannt Anmerkungen oder Aspekte zur Geschichte der Landwirtschaft in der Pfalz in den letzten 500 Jahren. Ich beginne mit einem Zitat. Die Landwirtschaft der Pfalz in einem kleinen Rahmen darzustellen, ist eine schwierige Aufgabe. Die Mannigfaltigkeit des Bodens und des Klimas, in dem verhältnismäßig kleinen Raume, die Rührigkeit und Emsigkeit der Bewohner, welche die Eigentümlichkeit jeder und jeder Beschaffenheit des Bodens zu nutzen sucht, hat eine große Mannigfaltigkeit von Betriebsweisen und Kultursystemen hervorgebracht, deren jedes einer eigenen Betrachtung wert wäre. Aber nicht nur Boden und Klima sucht der Pfälzer Landwirt zu nutzen, sondern auch die Konjunkturen des Handels und Verkehrs bestrebt er sich zu seinem Vorteile zu kehren. Und so ist seine Wirtschaftsweise ein wandelndes Bild, das sich schneller als anderswo ändert, sich niemals lange Zeit gleich bleibt. Zitat Ende. So schrieb 1867 der pfälzische Agrarpionier und spätere Generalsekretär des Landwirtschaftlichen Vereins in Bayern, Adam Müller aus Gerhardsbrunn. So besser. In meinem Vortrag
werde ich mich mit der Landwirtschaft in der Pfalz, das heißt mit einigen Aspekten, das ist unmöglich, eine komplette Geschichte der Landwirtschaft in einem einstündigen Vortrag hier vorzutragen, im Allgemeinen befassen. Den Weinbau habe ich außen vor gelassen, das wäre ein eigener Vortrag. Im Mittelalter sah die Bewirtschaftung folgendermaßen aus. Seit dem 6. Jahrhundert waren viele ehemalige freie Bauern in die Abhängigkeit adliger und geistlicher Herren geraten. Es bildete sich die Grundherrschaft als bestimmendes Herrschaftssystem heraus, wobei das Saarland und das Saalland und das Hufeland unterschieden werden. Beim Saarland oder Herrenland auch genannt, bei diesem System mussten Männer und Frauen als Unfreie dem Grundherrn direkt dienen. Andere Bauern, auch abhängig vom Grundherrn, bewirtschafteten das Leihe- oder Hufeland gegen festgesetzte Abgaben und Frondienste, die sich nach der Größe der Hufe richtete. Eine Hufe umfasste in der Regel 30 Morgen, die Größe war aber regional unterschiedlich. Diese Bauern mussten ihrem Grundherrn regelmäßig bestimmte Erträge, ihre Ernte, den sogenannten Zehnten, aber auch Geflügel und Vieh abliefern. Hinzu kamen weitere Abgaben, wie das sogenannte Besthaupt, also das beste Stück Vieh im Stall, das nach dem Tod eines Bauern an die Herrschaft abgegeben werden musste. Im ausgehenden 16. Moment. Jetzt bin ich wieder, so, hier, jetzt. Im ausgehenden 15. Jahrhundert hören wir verstärkt von den Klagen der Bauern gegen die weltliche und geistliche Grundherrschaft. Nach Hagel und Heerschaden fragt die Herrschaft nicht, klagten sie. Die Frondienste, die sie für ihre Herrschaft leisten mussten, kosteten die Bauern viel Zeit und sie wurden nicht oder nur gering entschädigt. Das Wild verursachte großen Schaden, es durfte aber von den Bauern nicht bejagt werden. Die Jagd war immer noch das Vorrecht des Adels, das sollte noch lange Zeit so bleiben. Es rumorte unter den Bauern. Es kam zum Bauernkrieg. 1524 formulierten die Bauern in Memmingen, in Oberschwaben, ihre berühmten 12 Artikel. Und da heißt es, ich habe das ein bisschen in unsere Sprache übertragen, den rechten Kornzehnten sind die Bauern bereit zu entrichten. Davon soll der Unterhalt des Pfarrers bestritten, der Rest an Bedürftige verteilt werden. Auch zur Verteidigung soll etwas zurückgelegt werden, damit man keine Landsteuer auf den armen Mann legen muss. Die Leibeigenschaft soll abgeschafft werden. Es ist bisher der Brauch gewesen, dass man uns für Eigenleute gehalten hat, was zum Erbarmen ist. Es gibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und deshalb wollen wir sein. Nicht, dass wir gar keine Obrigkeit haben wollen. Das lehrt uns Gott nicht. Jedermann soll freie Nutzung von Jagd und Fischfang haben. In den Gemeindewäldern soll jeder Brennholz schlagen dürfen. Die harten Dienstleistungen sollen auf das frühere Maß zurückgeführt werden. Ein Vertrag zwischen Herren und Bauern soll die Dienstleistungen regeln. Der Zins soll nach dem Vermögen des Bauern eingestuft werden. Die Gerichtsbarkeit soll nicht der Willkür der Gerichtsherren anheimgestellt sein, sondern nach der alten geschriebenen Strafe verfahren. Die Gemeindegüter sollen nicht veräußerlich sein. Die Erbschaftssteuer, das wird man heute sagen, also der Todfall auch genannt, soll ganz abgeschafft werden. Also dieses, was ich vorhin schon erwähnte, das Besthaupt abzuliefern. Und schließlich zum 12. ist unser Beschluss und endgültige Meinung, wenn einer oder mehrere Artikel dem Wort Gottes nicht gemäß sind, wie wir es aber nicht glauben, dieselbigen Artikel möge man uns mit den Worten Gottes als unzutreffend erweisen, so wollen wir davon abstehen. Die Bewegung griff rasch um sich, auch auf das Elsass und die Pfalz. Es kam zu schweren Übergriffen auf viele Burgen und Klöster, die zerstört und entleert wurden. In Nussdorf bei Landau bildete sich am 23. April 1525 der sogenannte Nussdorfer Haufen. Die Pfälzer Bauern plünderten damals einige umliegende Klöster und Schlösser, ehe sie die Stadt Neustadt kampflos einnahmen. Ein weiterer Haufen bildete sich bei Bockenheim. Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz ging schließlich mit Unterstützung des Erzbischofs von Trier militärisch gegen die aufrührerischen Bauern vor. In der Schlacht bei Pfettersheim wurden die pfälzischen Bauernhaufen Ende Juni 1525 vernichtend geschlagen. 8000 Bauern sollen hier den Tod gefunden haben. Damit blieben die Forderungen der Bauern unerfüllt
und die von ihnen angeprangerten Missstände wurden nicht beseitigt. Hinsichtlich der Bewirtschaftung ihres Landes betrieben die Bauern seit dem Hochmittelalter ihre Anbauflächen im Stil der Dreifelderwirtschaft. Dabei wurde die Anbaufläche in drei Teile geteilt. Jeder dieser drei Teile lag innerhalb eines dreijährigen Zyklus ein Jahr lang brach. Das heißt, ein Teil wurde nicht bearbeitet. Dies geschah aus der Erkenntnis heraus, dass sich der Ackerboden nach der Ernte erholen musste, um neue Nährstoffe anzureichern. Sonst würde die nächste Ernte weniger ertragreich ausfallen. Der natürliche Aufwuchs auf der Brache wurde als Weide genutzt und diese Wirtschaftsform hielt sich bis zur Verbreitung der Kartoffel, wo die Brache für deren Anbau, aber auch für den Anbau von Klee und Rüben beispielsweise genutzt wurde. Man nennt dies die verbesserte Dreifelderwirtschaft. Ich wollte das voranschicken, weil wir später immer wieder diese Begriffe Dreifelderwirtschaft, Fruchtwechselwirtschaft hören. 100 Jahre nach dem Bauernkrieg sind wir bereits mitten im Dreißigjährigen Krieg. Dieser Krieg hat den Menschen unseres Raumes die Lebensgrundlage genommen. Viele wanderten ab in entlegenere Gebiete, wo der Krieg nicht so schrecklich wütete wie gerade hier in der Pfalz. Andere starben als Opfer des Krieges oder an der Pest. Als der Krieg zu Ende ging, war die Pfalz ein Katastrophengebiet. Ganze Dörfer waren ausgelöscht und über Jahre und Jahrzehnte unbewohnt. In weiten Gebieten der Pfalz waren die Felder seit Jahren nicht mehr bebaut worden, waren mit Unkraut und Dornengestrüpp überzogen. Über das Donnersberger Land heißt es in einem zeitgenössischen Bericht, ich zitiere, damals seien auch die Dorfschaften sogar ruiniert worden, aller Vorrat an Vieh, Früchten etc. weggenommen worden, dass sowohl in selbigem als auch in der Stadt kein Mensch mehr bleiben, sondern selbige etliche Jahre öd und Wüste stehen müssen, also das Gras auf den Gassen mehr als mannshoch gewachsen. Zitat Ende. Und der Schultheiß von Mutterstadt berichtete 1679, viele Jahre nach dem Krieg, viel Feld, so vor diesem letzten Krieg im Bau war, an jetzt so öd lieget, auch wegen geringer Anzahl Bauersleut und derselben großen Unvermögenheit, noch viel Jahr wüst werden liegen bleiben. Nach dem Krieg bemühten sich die pfälzischen Landesherren, allen voran der aus seinem englischen Exil in die Pfalz zurückgekehrte, also nach Heidelberg zurückgekehrte Kurfürst Karl Ludwig, um die Wiederbesiedlung des zerstörten und entvölkerten Landes. Aber mit den wenigen im Lande verbliebenen Untertanen war dies nicht durchzuführen. Der Kurfürst erließ 1650 einen Aufruf an alle aus dem Lande geflohenen Pfälzer, wieder in die alte Heimat zurückzukehren. Die zerstörten Häuser wieder aufzubauen, die Felder zu bestellen und die verwilderten Weinberge wieder herzurichten. Er versprach den Ansiedlern Steuererleichterungen. Doch der Aufruf fand nicht die gewünschte Resonanz, sodass der Kurfürst schließlich mit der Einziehung herrenloser Güter drohte, wenn sich ihre ehemaligen Besitzer sich ihrer nicht wieder annehmen sollten, was später auch in vielen Fällen geschehen ist. 1652 lud der Kurfürst schließlich Fremde ein, in sein Land zu kommen und sich hier niederzulassen. Das heißt, alle ehrlichen Leute von allen Nationen seien willkommen, gleich welcher Konfession sie angehört haben. Der Aufruf des Kurfürsten ist nicht ungehört geblieben. Bereits 1664 konnte Kurfürst Karl Ludwig an die Gesandtschaft in Regensburg schreiben, dass seine Untertanen, ich zitiere, großenteils in Fremden bestehen. Es kamen Familien und Einzelpersonen vom Niederrhein, aus dem Hessischen, aus dem heutigen Belgien, aus Luxemburg, Frankreich, aus der Schweiz, aus Tirol, um sich hier in der Pfalz eine neue Heimat aufzubauen. Französische Einwanderer, die ihres protestantischen Glaubens wegen in Frankreich Verfolgungen ausgesetzt waren, kamen in die Pfalz, fanden Aufnahme in den seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert bestehenden Hugenotten- und Wallonensiedlungen Frankenthal, Otterberg, Lambrecht und Annweiler. Andere gründeten bald eigene neue französische Fremdengemeinden, vor allem in der Vorder- und Südpfalz. Diese Einwanderer trugen ganz entscheidend zur Wiederbelebung der Wirtschaft bei, brachten beispielsweise ihre Kenntnisse als Tabakbauern aus ihrer Heimat mit. Unter den Einwanderern waren auch einige Waldenser-Familien, die aus dem Luzernetal im Piemont in die Südpfalz eingewandert sind
und sie wurden vom Kurfürsten im Klosterhof des ehemaligen Zisterzienserklosters Eusertal in Mörlheim angesiedelt. Und die Waldenser sollen die Kartoffel in der Pfalz eingeführt haben. Die pfälzischen Bauern kannten damals keine Kartoffeln. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg verlor die Pfalz wieder viele dieser innovativen Kräfte. Ein großer Teil der hugenottisch-wallonischen Einwanderer flüchtete sich nach Hessen-Kassel und Brandenburg-Preußen, wo diese Menschen gerade in der Landwirtschaft und im Handwerk eine Bereicherung waren. Andere gingen damals auch schon nach Nordamerika. Schweizer Einwanderer ließen sich in allen Teilen der Pfalz, in der Kurpfalz, vor allem im Umkreis von Kaiserslautern und Neustadt, sowie im Herzogtum Zweibrücken nieder. Es waren Bauern, Hirten, Viehmelker, die dann später bei uns auch die Bezeichnung Schweizer bekommen haben, die Melker, Mägde und Knechte, aber auch Handwerker. Unter den Schweizer nahmen die Täufer oder Mennoniten, wie sie bald auch genannt wurden, eine besondere Rolle ein. Sie waren seit dem 16. Jahrhundert schweren Verfolgungen ausgesetzt in ihrer Heimat. Insbesondere auf landwirtschaftlichem Gebiet übten sie bald eine Vorbildfunktion aus und praktizierten auf ihren Höfen moderne Anbaumethoden, wie zum Beispiel auf dem Wahlerhof bei Kirch am Bolanden oder auf dem Brandschweilerhof hier ganz in der Nähe bei Neustadt. Oder auch in Friedelsheim, könnte noch viele weitere mennonitische Niederlassungen nennen. Im Herzogtum Zweibrücken waren die Mennoniten lange Zeit unerwünscht. Erst um 1720 gestattete man ihnen hier den Zuzug und es sollte sich erweisen, dass sie gerade dort in der Zukunft wegweisend gerade für die Landwirtschaft waren. Ihre fortschrittliche Agrarwirtschaft hob sich ab von der herkömmlichen Wirtschaftsweise der Alteingesessenen. Viele Höfe im Zweibrücker Land waren von ihnen begründet oder saniert worden, wie zum Beispiel der Wahlerhof, der Ringweilerhof, der Bickenaschbacherhof und viele andere. Namen wie Beutler, Eimann, Gut, Hauter, Herzler, Jotter, Grebiel, Latscher, Lichti, Nafziger, Schowalter und Stalter stehen für erfolgreiche Landwirte. Ich habe hier ja auch mal über die Geschichte der Mennoniten in der Pfalz gesprochen. David Möllinger, Enkel eines Schweizer Einwanderers, wird sogar als der Vater der pfälzischen Landwirtschaft bezeichnet. Er leistete wahre Pionierarbeit. Sein Betrieb in Monsheim an der pfälzisch-rheinhessischen Grenze galt als Mustergut weit und breit. Er führte die Jauchedüngung ein, die bis dahin in der Pfalz unbekannt war. Dadurch gewann er fruchtbare Äcker, düngte seine Felder mit Gips und verhalf der Kartoffelbranntweinbrennerei auf die Beine. Pfälzer Bauern, unter ihnen viele Mennoniten, brachten ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse im 18. Jahrhundert unter anderem auch nach Preußen, wo hunderte von ihnen unter Friedrich dem Großen in der Oderniederung, in der Alt- und Neumark, ja sogar in Pommern angesiedelt wurden und zur Hebung der Landwirtschaft dort beigetragen haben. Aber auch nach Ungarn, ins habsburgische Galizien oder nach Russland sind Pfälzer Bauern damals in Scharen gezogen und sorgten mit ihrem Fleiß für ein Aufblühen so mancher Siedlung. Neben den Mennoniten hat im 18. Jahrhundert die physikalisch-ökonomische Gesellschaft in Kaiserslautern großen Einfluss auf die Entwicklung der Landwirtschaft. Sie war 1768 auf Initiative des Apothekers Johann Riem, hier auf dem Bild, als Bienengesellschaft gegründet worden. Riem war ein begeisterter Imker und Autor verschiedener Werke über die Bienenzucht. Und Riem suchte damit, die in der Westpfalz fast zum Erliegen gekommene Imkerei neu zu beleben und wollte auch den Bauern damit zu einem zusätzlichen Verdienst verhelfen. Bei einigen Freunden und Verwandten des Apothekers, überwiegend Angehörigen des gehobenen Beamtenstandes der Stadt Kaiserslautern, aber auch der Umgebung und der Pfarrerschaft, stieß Riem auf offene Ohren. Sie schlossen sich seiner Gesellschaft an. In Anbetracht der damals gerade herrschenden Agrarkrise vereinbarten die Mitglieder bei ihrer ersten Zusammenkunft 1769, sich neben der Förderung der Bienenpflege allgemeiner landwirtschaftlicher Fragen anzunehmen. Auf der Landwirtschaft, so sagte Riem, ruhe in erster Linie der Wohlstand des Landes. Daher gelte es, ihre Entwicklungsmöglichkeiten durch neue Forschungen aufzuzeigen und die gewonnenen Erkenntnisse den Bauern zu vermitteln. Die Gesellschaft erfreute sich der Unterstützung des Kurfürsten Karl Theodor, hier sein Bildnis auf einer Medaille. Jeden ersten Dienstag eines Monats trafen sich die ordentlichen einheimischen Mitglieder
sowie am zweiten und letzten Dienstag eines Monats um nützliche Abhandlungen und Auszüge aus Schriften, die von den Mitgliedern verfasst wurden oder auch von anderen Menschen verfasst wurden, die sich mit landwirtschaftlichen Fragen beschäftigten, vorzulesen. Zu diesen Sitzungen hatte jedermann freien Zutritt. Vorzüglich, so heißt es, wird man hier jeden emsigen und erfahrenen Landwirt mit Vergnügen sehen und seine Erfahrungen zu benutzen trachten. Zitat Ende. Die Gesellschaft entschloss sich, von Anfang an Prämien an Bauern zu vergeben, die besonders nützliche Versuche unternahmen, um die Produktivität zu steigern. Nachdem das Unternehmen aber auch über eine gute finanzielle Basis verfügte, wurde neben dem Bienenstand und einer Baumschule ein ökonomischer Garten angelegt. Die Gesellschaft baute eine Sammlung landwirtschaftlicher Geräte und Haushaltungsgegenstände auf und erwarb schließlich in Siegelbach bei Kaiserslautern ein 66 Morgen umfassendes landwirtschaftliches Anwesen, das sie als Mustergut ausbaute, um hier moderne landwirtschaftliche Anbaumethoden zu praktizieren. Vor allem versuchte man hier den Kleebau und die Viehzucht zu betreiben. Nicht nur auf dem Siegelbacher Mustergut, auch in mehreren Dörfern des Oberamts Lautern setzten sich die Mitglieder der Gesellschaft für die Überwindung der althergebrachten Dreifelderwirtschaft und die Einführung der Fruchtwechselwirtschaft ein, förderten insbesondere den Kleebau, aber auch den Wiesenbau, die Stallfütterung und die Viehzucht. Einige Pfarrer wurden so zu Vorreitern, weil das auf vielen Pfarrhöfen eben auch betrieben wurde, wurden so zu Vorreitern einer regionalen Agrarreform. In den ersten Jahren ihres Bestehens stiftete die Gesellschaft Preise im Wert von 1 bis 10 Dukaten für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Klee-, Flachs- und Hanfanbaus sowie der Stallfütterung. Durch ihre Publikationen ist die Gesellschaft bald weit über die Landesgrenzen der Pfalz hinaus bekannt geworden. Über mehrere Jahre gab sie ein Jahrbuch heraus, in dem die Mitglieder, aber auch auswärtige Autoren wichtige Beiträge veröffentlichen konnten. So ging Hofrat Medikus der Frage nach, wie kann elender Ackerbau einer Gemarkung in einen besseren verwandelt werden? Oder der Pfarrer Johann Karl Weber kritisierte in einer Veröffentlichung die Vernachlässigung des Wiesen- und Futterbaus und machte Vorschläge zu seiner Verbesserung. Um den Futterbau, wie er schreibt, als ergiebiger Nahrungszweig mehr und mehr zur Vollkommenheit zu bringen, schlug er vor, die gemeinen Weiden abzuschaffen, natürliche Wiesen durch verstärkte organische Düngung zu verbessern und neue Futterkräuter anzubauen. 1774 wurde aus der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft die Kameralhohe Schule, eine Einrichtung, die den Charakter einer Universität hatte und 10 Jahre lang in Kaiserslautern bestand. Die Professoren unterrichteten neben der Landwirtschaft Naturgeschichte, Naturlehre, also Physik, Mathematik, Handlungswissenschaft, Polizei, Finanz- und Staatswirtschaft, Bergbau, Forstwissenschaft, bürgerliche Baukunst und Vieharzneikunde, sowie zur Vervollständigung des Studiums Philosophie, Beredsamkeit, Natur- und Völkerrecht, Geschichte, schöne Wissenschaften, Sprachen, Rechnen und Zeichen. Also sehr vielseitig. Eine der bekanntesten Professoren übrigens war Jung Stilling, der mehrere Jahre in Kaiserslautern an dieser Hochschule lehrte. 1780 spaltete sich ein Streit über die Vor- und Nachteile der Einrichtung von Fruchtmärkten, Wissenschaftler und Mitglieder in 2 Lager. Das hatte folgende Ursache: Der schon genannte Pfarrer Weber hielt 1780 vor der Gesellschaft einen aufsehenerregenden Vortrag, den er als Privatdruck veröffentlichte, der den Titel hatte »Über den Nachteil, den die dermalige Einrichtung unserer Fruchtmärkte der produzierenden Klasse verursachen«. Der Autor war ein entschiedener Anhänger der sogenannten Physiokraten und verurteilte darin scharf die damalige kurpfälzische Agrar- und Wirtschaftspolitik. Und seine Abhandlung schloss er mit einem französischen Zitat, das gleichsam an die Regierenden appellieren sollte. Er schrieb: Diejenigen, die zu den höchsten Rängen erhoben sind, sind die einzigen, die die Landwirtschaft fördern und ihren Fortschritt beschleunigen können, indem sie für die Freiheit derer sorgen, die die Erde bestellen. Dies ist das einzige Mittel, die Felder fruchtbar zu machen, ein glücklicher Weg, der besser ist als all die Verbote und Einschränkungen. Zitat Ende. Nun, die Kameralhohe Schule wurde 1784 zum Leidwesen der Lauterer vor allem nach Heidelberg verlegt.
Ihre Wirkungen blieben dennoch nicht aus. Gerade auf dem Gebiet der Landwirtschaft hatte die Gesellschaft und die Kameralhochschule vieles bewirkt. Auch Herzog Christian IV. Von Pfalz-Zweibrücken setzte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für eine nachhaltige Reform des Agrarwesens ein. Er richtete unter Leitung seines Kommissionssekretärs Karl Balthasar Schimper eine besondere landwirtschaftliche Regierungsbehörde ein, die Landesökonomiekommission. 1755 wurde das herzogliche Land- und Stammgestüt für Pferde in Zweibrücken gegründet. Schimper ließ Wälder aufforsten, Obstbaumkulturen anlegen, versumpfte Weiher entwässern und Wiesen anlegen. Erstmals wurden verschiedene Kleesorten angepflanzt. In wenigen Jahren entstanden 20 neue Hofgründungen im Umkreis von Zweibrücken, die nach und nach fast alle von mennonitischen Bauern erfolgreich bewirtschaftet wurden. Leider wurden die weiteren Pläne Schimpers zur Verbesserung der Landwirtschaft durch seinen Tod 1764 und den Tod des Herzogs 1775 nicht mehr umgesetzt. Das Zweibrücker Gestüt und die Pferdezucht blühten jedoch weiter, vor allem auch unter den Mennoniten. Nachdem in Frankreich durch die Revolution 1789 die feudalen Privilegien abgeschafft worden waren, zeigten auch kurpfälzische Untertanen dem Kurfürsten gegenüber Widerstand und schrieben: Durchlauchtigster Kurfürst, ich zitiere, was in der mittleren Pfalz die betrübte Überschwemmung des 1789er Jahres noch übrig gelassen, das fraßen die Hirsche. Welche zu unserem Verderben und zur Pläsier eines einzigen Menschen zu Hunderten zu zählen sind. So wagen es einige Untertanen, flehentlich zu bitten, da so übermäßige Wildbret hinwegschaffen zu lassen, sonst vielleicht und nur zu gewiss die traurigen Folgen unserer Nachbarn, gemeint sind die Franzosen, zu befürchten sind. Also die sprechen die Revolution an. Die Pfälzer Herzen sind noch treu. Noch nicht ausgeartet, schreiben sie. Jedoch, wann sie gereizt werden, könnte leicht französisch und brabentisch Blut in ihren Adern rollen. Das war schon eine gewisse Drohung. Ein pfälzischer Bauer protestierte anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums des Kurfürsten Karl Theodors und schrieb: Sollen wir jubilieren, dass wir 50 Jahre lang im Schweiße unseres Angesichts unser Feld bauen durften, um die Schweine und Hasen seiner Exzellenz zu füttern? Fragezeichen. Zu Beginn der 1790er Jahre zeigten sich auch bei uns die ersten Auswirkungen der Französischen Revolution. 1793 fielen die Revolutionstruppen in die Pfalz ein, im sogenannten Plünderwinter. 1793-94 stahlen die Franzosen den Pfälzer Bauern oft das letzte Stück Vieh aus dem Stall, also die Soldaten, und zwangen sie zu hohen Abgaben. Nicht nur die Franzosen, auch die österreichischen und preußischen Truppen, die auf pfälzischem Boden gegen die französischen Truppen kämpften, ernährten sich auf Kosten der ohnehin armen Bevölkerung. So manch eine Bauernfamilie geriet dadurch in den Ruin. 1797 wurde schließlich die Pfalz, das gesamte linksrheinische Gebiet, ein Teil Frankreichs. Schon zuvor hatten die Franzosen den gesamten in der Pfalz residierenden Adel über den Rhein gejagt. Der Flickenteppich mit über 40 verschiedenen Territorien verschwand. Die Franzosen führten hier ein neues Verwaltungssystem ein und der Großteil der linksrheinischen Pfalz kam zum Département du Montonnerre, also Département Donnersberg, mit der Hauptstadt Mainz. Wenige Jahre später rekrutierte Napoleon hier Tausende von Soldaten für seine Feldzüge. Sie kämpften in halb Europa. Hunderte von ihnen, Tausende von ihnen, fielen auf den Schlachtfeldern in Spanien und Russland. Dennoch hat die Franzosenzeit der Pfalz viele positive Neuerungen gebracht. So zum Beispiel den Code Civil, der jedem Bürger die Rechtsgleichheit garantierte und in der Pfalz bis zur Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 Geltung hatte. Die Franzosen versteigerten 1808 den eingezogenen Besitz des Adels im Zuge der sogenannten Nationalgüterversteigerungen, was sich ganz wesentlich auch auf die Landwirtschaft und auf die künftigen Besitzstrukturen auswirken sollte. Also viele Bauern kamen dadurch zu weiterem Besitz. Es sind große Höfe dadurch auch entstanden. Eine wunderbare Quelle für die Geschichte der pfälzischen Landwirtschaft vor 200 Jahren ist das Buch von Johann Nepomuk Schwerz. 1816 veröffentlichte er in einem Berliner Verlag seine, wie es heißt, Beobachtungen über den Ackerbau der Pfälzer. Darin beschreibt er die landwirtschaftlichen Verhältnisse
in mehreren vader- und nordpfälzischen Gemeinden und in rheinhessischen Gemeinden und notierte die Fruchtfolgen, die er auf den verschiedenen Höfen vorfand. Er würdigt vor allem die Fruchtfolge auf den mennonitischen Höfen, so zum Beispiel bei dem Bauer Detweiler in Kindenheim. Dort fand er folgende Fruchtfolge in 14 Jahren vor. Im ersten Jahr eine Brache, im zweiten Jahr Raps, im dritten Roggen, im vierten Kartoffeln, dann Gerste, Hafer, Espasette, Spelz, dann wieder Kartoffeln und so weiter. Die Espasette, das werden Sie vielleicht nicht kennen, ist eine damals viel angepflanzte Futterpflanze fürs Vieh und galt als Bodenverbesserer. 1816 kam dann die Pfalz zum Königreich Bayern. Die Franzosenzeit endete 1814. Es gab dazwischen eine zweijährige gemeinschaftliche Verwaltung von Österreich und Bayern. Also 1816 kam die Pfalz zu Bayern, wie Sie wissen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Bevölkerung in der Pfalz sprunghaft angestiegen. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Für die Landwirtschaft hatte dieses Bevölkerungswachstum fatale Folgen. Die in der Pfalz mit Ausnahme einiger Dörfer praktizierte Realteilung bewirkte, dass sich einst leistungsfähige Betriebe nach dem Tod des Bauern durch gleichmäßige Aufteilung des Grundbesitzes in Kleinstbesitz auflösten und den Kindern meistens nicht ausreichend Land zur Verfügung stand, um damit eine Familie zu ernähren. Sie waren entweder auf Landzugewinn durch Heirat angewiesen, mussten sich einen weiteren Erwerbszweig suchen, das gab es häufig, also da heißt es in den Akten oft Ackerer und Leinenweber oder Ackerer und Schuster oder Ackerer und Musikant, das finden wir in der Westpfalz häufig. Und für viele gab es aber nur die einzige Lösung, sie mussten auswandern. Hier sehen Sie einen Auswandererzug, der gerade auf dem Weg von der Pfalz durch Frankreich nach Le Havre ist, weil die meisten damals von Le Havre aus nach Amerika ausgewandert sind. Was die Suche nach einem anderen Erwerbszweig anging, so war das auch nicht so einfach. Viele Handwerksberufe waren eh schon überbesetzt, wie zum Beispiel die Leinenweber. Gar manche stiegen in den Taglöhnerstand ab und suchten ihren Verdienst bei den größeren Bauern, den Müllern, Gerbern, in den Ziegeleien und so weiter. Industrie gab es damals noch nicht. Hinzu kamen noch die vielen Missernten, zum Beispiel 1816, 17 und in den 1830er und 40er Jahren, die zur Verarmung der Bevölkerung beitrugen und vor allem die Kleinbauern und Taglöhnerfamilien hart getroffen haben, sodass auch ein wichtiger Grund war, nach Amerika oder gar nach Brasilien auszuwandern. In vielen Gemeinden hatten die Missernte solche Hungersnöte ausgelöst, dass Menschen daran gestorben sind, verhungert sind. In vielen Gemeinden, das wissen wir auch, wurden Suppenküchen eingerichtet, um die Leute vor dem Verhungern zu retten. Da sehen wir jetzt einen stattlichen Bauernhof in der Westpfalz. Die meisten meiner Beispiele auf den Bildern, die ich jetzt zeige, sind eben aus der Westpfalz, weil ich ja da auch herkomme und ich da über einen schönen Bilderbestand verfüge. Ein Bauernhof in Jettenbach. Zu diesem Hof gehörte sicher auch ein entsprechend umfangreicher Grundbesitz. Hingegen, das ist ein Kleinbauernhaus oder vielleicht auch ein Taglöhnerhaus in der Westpfalz. Da oben wohnte die Familie und unten war vielleicht eine Kuh oder ein Schwein oder eine Ziege in diesem Ställchen. Das nennt sich auch, was in der Hausforschungswolke, ein Unterstallhaus. Einen guten Einblick in die Sozialstruktur der pfälzischen Dörfer in der Mitte des 19. Jahrhunderts geben uns die Grundsteuer-Urkataster, die in der Pfalz zwischen 1830 und 1845 für jeden Ort und jede Stadt angelegt wurden. Sie informieren uns über die damaligen Besitzverhältnisse in den einzelnen Dörfern und sind somit eine wichtige sozialgeschichtliche Quelle. Sie zeigen uns vor allem auch die Folgen der Realteilung auf, wie ein Beispiel aus der Gemeinde Liebsthal im Kreis Kusel zeigt. Die Gemarkung bestand aus 1627 Parzellen auf 820 Tagewerk. Also ein Tagewerk ist ein Drittel Hektar, nur damit Sie sich das ungefähr vorstellen können. Der Großteil der Gemarkung wurde als Ackerland genutzt, 455 Tagewerk. 53 Ortsansässige verfügten dort 1845 über Grundbesitz in Liebsthal. Darüber hinaus hatten einige auswärtige Bauern hier Feld- und Waldbesitz. Das Dorf bestand aus 30 Haus- und Hofanwesen.
Bei 21 Grundbesitzern wird im Urkataster als Beruf Ackersmann angegeben. Also die Bezeichnung Bauer findet man damals selten. Landwirt, das ist eine modernere Bezeichnung, das kam erst später auf. Die Leute wurden in der Regel als Ackersmann oder Ackerer bezeichnet. Wer über einen größeren Hof verfügte mit einem bestimmten mit einer bestimmten Flächengröße, der wurde dann schon als Gutsbesitzer bezeichnet. Ja, also Gutsbesitzer gab es da in Liebstal natürlich nicht. 6 Männer in dem Dorf werden als Tagelöhner bezeichnet, die bei den Bauern gearbeitet haben. Daneben gab es einen Schweinehirten, einen Feld- und Waldhüter und einen Leineweber. Der größte Grundbesitz gehörte einem Bauern, der 43 Tagwerk bewirtschaftete, das war nicht einmal 15 Hektar. Neben ganz wenigen größeren Bauernhöfen gab es dort viele kleine Taglöhnerhäuser. Wie eine kinderreiche Familie in diesen Häusern gelebt hat, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Einige dieser Häuser gehörten sogar mehreren Besitzer. Mitunter wurde nämlich nicht nur das Acker- und Wiesenland unter den Kindern eines verstorbenen Bauern aufgeteilt oder jeden Berufes, sondern auch das Wohnhaus, wie hier nach dem Tod des Philipp Knapp. Seine 4 Kinder erhielten zusammen das Elternhaus, das nicht viel größer war als dieses Häuschen, und jedes jeweils zwischen 4 und 5 Tagwerk Land. Und das war nicht genug, um sich oder gar eine Familie von dem Ertrag ernähren zu können. In Gerhardsbrunn hingegen, auf der Sickinger Höhe, wurde die Realteilung nicht gepflegt. Hier galt seit Jahrhunderten das sogenannte Losgüterrecht, demzufolge ein Hof in voller Größe an eines der Kinder weitergegeben wurde, was den Bauern dort einen gewissen Wohlstand sicherte. Die Gerhardsbrunner Bauern wurden in der Umgebung oft als Manschettenbauern verspottet, weil sie einen Großteil der Arbeit nicht selbst erledigen mussten, sondern dafür sich Personal leisten konnten und selbst mit, so wird erzählt oder wurde erzählt, es gibt da schöne Beschreibungen von August Becker beispielsweise oder von Wilhelm Heinrich Riehl, die das Leben der Gerhardsbrunner Bauern beschreiben, dass sie selbst als stattliche Gutsbesitzer über die Felder geritten sind in Anzug und mit Manschetten, deshalb Manschettenbauern, um sich davon zu überzeugen, dass ihr Personal da gute Arbeit geleistet hat. Die haben natürlich nicht nur Knechte und Mägde beschäftigt, sondern jeder Hof hatte auch einen sogenannten Schweizer, der für das Vieh zuständig war. Das ist dieser Hof. Dieser Hof gehörte ursprünglich Adam Müller. Ups, warum ist das jetzt so klein? Weiß ich nicht. Komisch. Weiß auch nicht. Also kann man ja nicht erklären, warum das Bild jetzt so klein ist. Vielleicht können Sie es weiter hinten können Sie es nicht erkennen. Das ist schon jemand anderes. Also es ist eben so. Eine Persönlichkeit muss in diesem Zusammenhang besonders betrachtet werden. Das ist der Gerhardsbrunner Bauer Adam Müller, den ich eingangs zitiert habe. Er war vielseitig gebildet, hatte eine gute praktische und theoretische Ausbildung genossen und bewirtschaftete mit großem Erfolg den Hof in seinem Heimatort. Und 1845 brachte er das Lehrbuch für der praktischen Landwirtschaft für Schulen und angehende Landwirte, so der Titel, heraus, das in den folgenden Jahren zum meistgelesenen landwirtschaftlichen Lehrbuch in ganz Bayern werden sollte und mehrere Auflagen erlebte. Adam Müller war seiner Zeit voraus und setzte sich für eine moderne Landwirtschaft ein. Er führte Neuerungen auf seinem Hof ein, importierte wertvolles Zuchtvieh aus Frankreich und schaffte moderne Geräte wie Sämaschinen und Pflüge an. Dies wirkte anregend und befruchtend auf die breite Öffentlichkeit. Er vertrat die Ansicht, dass nicht nur ein gut und in den unterschiedlichen Bereichen ausgebildeter Landwirt auch ein erfolgreicher Bauer sein kann. Durch sein Lehrbuch war Müller weit über die Pfalz hinaus bekannt geworden, sodass sich angesehene Familien aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich, ja sogar ein Russe, darum bemühten, ihre Söhne als Zöglinge zu ihm zu geben. Insgesamt haben Müller und seine Frau zwischen 1847 und 1864 38 dieser jungen Männer aufgenommen und ihnen ein gutes Zuhause und eine gründliche Ausbildung gegeben. Tagsüber wurden die Schüler in Viehzucht, Wiesenbau und Waldkultur, abends in der Theorie unterrichtet, aber auch klassische Schriftsteller wurden am Abend in Sonntags- und an Regentagen gelesen. Adam Müller war auch ein engagierter Politiker. 15 Jahre lang wirkte er als Landtagsabgeordneter in München und setzte sich dort konsequent für die Belange seiner pfälzischen Landsleute ein. Schon 1854 hatte er ein
Gutachten zum Schulwesen in der Pfalz verfasst und eine Landwirtschaftsschule gefordert. Die ist schließlich auf sein Betreiben hin 1864 in Kaiserslautern eingerichtet worden. Es war die Vorläuferin der späteren pfälzischen Ackerbauschulen bzw. Landwirtschaftsschulen. Müller gab sein Landtagsmandat auf und wurde Lehrer an dieser Schule. Dort wurden neben naturwissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Fächern gelehrt, Tierzucht, Gesetzeskunde, Rechnen, Kulturtechnik, technisches Zeichnen und Feldmessen, Waldbau, aber auch deutsche Sprache, Geografie und Geschichte. Nur ein Jahr hat Müller hier gewirkt an dieser Schule, bis ihn die bayerische Regierung wieder nach München rief. Der berühmte Chemiker Justus von Liebig, hier auf dem Bild, seit Jahren mit Müller gut bekannt, hatte ihn 1865 als neuen Generalsekretär des Landwirtschaftlichen Vereins in Bayern empfohlen. Müller hat den Ruf angenommen. Fortan organisierte er Tagungen, Versammlungen und landwirtschaftliche Ausstellungen auf Landes- und Reichsebene, bis hin zu den Weltausstellungen in Paris und Wien 1867 und 1873, wo er für die Landwirtschaftsschauen verantwortlich war. 1872 erhielt er einen Lehrauftrag für speziellen Pflanzenbau an der neu geschaffenen landwirtschaftlichen Abteilung der Technischen Hochschule München, ehemals Polytechnikum München, wo er gleichzeitig als Prüfungskommissär für das landwirtschaftliche Unterrichtswesen fungierte. Justus von Liebig hier auf dem Bild. Er war im 19. Jahrhundert für die Entwicklung der Landwirtschaft in Deutschland darüber hinaus wohl die wichtigste Persönlichkeit. Als er mit 21 Jahren zum Professor für Chemie in Gießen berufen wurde, galt sein Hauptinteresse der Landwirtschaft und der Bekämpfung der Hungersnöte. Ohne massive Steigerung der Bodenerträge waren die Massen auf Dauer nicht zu ernähren, war seine Meinung. Dazu brauchte es neue und bessere Düngemittel als Jauche und Stallmist. Liebig entwickelte Kunstdüngermischungen, deren Anwendung die Erträge steigerten. Sie wurden dann nach ihm von den Chemikern Fritz Haber und Karl Bosch weiterentwickelt. Und inzwischen weiß man natürlich längst, dass übermäßige Düngemittelanwendung nachteilige Folgen hatte, wie zum Beispiel zur Vergiftung des Trinkwassers beigetragen haben. 1864, das Bild ist leider nicht so besonders gut, richtete die BASF auf dem Limburger Hof eine landwirtschaftliche Versuchsstation ein, das heutige Agrarzentrum. Landwirte, Agrarwissenschaftler und Studierende von landwirtschaftlichen Hochschulen und Universitäten informierten sich hier über die neuesten agrikulturtechnischen und agrikulturchemischen Forschungsergebnisse. Also diese Einrichtung hat für die Pfalz sehr große Bedeutung gehabt in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Durch die verbesserte Bodenbearbeitung und verbesserte Düngung konnten so allmählich die Erträge gesteigert werden. Wurden zum Beispiel um 1815 in der Pfalz im Durchschnitt auf einem Hektar 10 Doppelzentner Weizen geerntet, waren es um 1900 bereits fast doppelt so viel und ebenso verhielt es sich bei der Gerste, den Kartoffeln und den Zuckerrüben. Und das setzte sich dann im 20. Jahrhundert, die Steigerung setzte sich fort. Auf dem Gebiet der Technik hat sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts sehr viel verändert. Da ist zum Beispiel der sogenannte Göllheimer Pflug zu nennen. Das ist er jetzt nicht, ich habe aber keine Abbildung. Es gibt eine Zeichnung, die habe ich aber jetzt nicht gefunden. Diesem Göllheimer Pflug, dem schon Johann Nepomuk Schwerz in seiner Beobachtung über den Ackerbau der Pfälzer 1816 den Vorzug gegenüber den vielen anderen in der Pfalz verbreiteten Pflugarten gegeben hatte. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich dann von Nancy aus die erste Dampfdreschmaschine. Sie galt damals als Sensation. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft setzte sich fort. Da könnte man jetzt noch vieles nennen, von der Mähmaschine über den in den 1890er Jahren in den USA erstmals gebauten Traktor bis hin zu vielen weiteren Geräten. Ich nenne jetzt noch den 1960 in Württemberg erfundenen Ladewagen, der auch in der Pfalz auf fast jedem Bauernhof bald zu finden war. Auf dem Gebiet der Viehzucht, der Rindviehzucht vor allem, entwickelten sich in der Pfalz die Donnersberger und das Clanvieh in hervorragender Weise. Werner Weidmann, der sich intensiv mit der Geschichte der Landwirtschaft in der Pfalz beschäftigt hat, der hat auch über dieses Thema promoviert in Saarbrücken, in den
60er Jahren. Er schrieb, die Bedeutung des Clan Donnersberger Viehs kann im 19. Jahrhundert kaum hoch genug eingeschätzt werden. Nach sachkundigen Berichten aus den 1860er Jahren fanden beide Rassen ihresgleichen in ganz Deutschland, mit Ausnahme der Württemberger Zucht nicht. Zitat Ende. Zu dieser Zeit ließen unter anderem die englische Königin Victoria und der Herzog von Ratibor Clan Donnersberger Zuchtvieh auf dem Quirnbacher Viehmarkt kaufen. Nach einem Niedergang der Zucht zwischen 1860 und 1870, der nicht zuletzt dadurch bedingt war, dass sich viele Bauern dazu verleiten ließen, die schönsten Zuchttiere ins Ausland zu verkaufen, kam es um 1880 wieder zu einem Aufschwung. Zur Hebung der Clan Donnersberger Viehzucht wurden dann im Bezirk Kusel Stammzuchtgenossenschaften gegründet und in das Zuchtregister wurden damals 196 Zuchttiere eingetragen. Einige Clanviehzüchter wie Albert Drumm aus Quirnbach, Ludwig Müller aus Dietschweiler oder Julius Weichel aus Schellweiler erzielten um die Jahrhundertwende auf Ausstellungen in München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Frankfurt und Straßburg. Soweit transportierten sie ihr Clan Donnersberger Vieh, erhielten sie häufig erste Preise. Wenn die Bauern ihr Vieh nicht selbst gezüchtet oder auf entsprechenden Märkten gekauft hatten, bezogen sie es bis 1933 oft von jüdischen Viehhändlern. Der Volksmund unterschied drei Kategorien, den Pferdehändler, den Viehhändler, also der hauptsächlich Rindvieh verkaufte bzw. vermittelte, und den Kleintierhändler, in der Pfalz mundartlich der Gäsejud genannt. Bis zu ihrer Vertreibung und Ermordung durch das menschenverachtende System der Nationalsozialisten lebten die jüdischen Viehhändler sowohl in den meisten Orten der Vorder- als auch in der Westpfalz in harmonischer Gemeinschaft mit ihren bäuerlichen Geschäftspartnern. Viehhändler gab es nicht nur in vielen Dörfern, ja selbst in Städten wie Speyer, Neustadt und Kaiserslautern finden wir sie. In Kaiserslautern gab es 1904 noch 23 überwiegend jüdische Viehhändler, deren Kunden die Bauern in der Stadt und in der Umgebung waren. Noch ein Blick auf Kaiserslautern, stellvertretend für die pfälzischen Städte. Was hat es um 1900 dort für Vieh gegeben? In der Stadt 684 Pferde, 719 Stück Rindvieh, 10 Schafe, 1749 Schweine und 455 Ziegen in einer damals doch schon großen Industriestadt. Auch die Pferdezucht kann in der Pfalz auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, habe ich schon erwähnt, wurden im herzoglichen Gestüt in Zweibrücken edle Pferde gezüchtet. Zweibrücker Pferde waren in ganz Europa gefragt. Das Gestüt bewahrte sich seinen guten Ruf bis ins 20. Jahrhundert hinein. Heute ist es als Landesleistungszentrum Süd für den Pferdesport Teil des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum. In der Pfalz hatten die Bauern auf mehreren Vieh- oder Pferdemärkten Gelegenheit, Pferde und Rindvieh zu erwerben. Zum Quirnbacher Pferdemarkt, der in den 1870er Jahren zum ersten Mal stattfand, strömten im November Bauern aus der ganzen Pfalz in das kleine Dorf im Landkreis Kusel. Hier wurden so nebenbei auch so manche Ehe unter den Bauernfamilien gestiftet. Also das hat man oft gesagt, der Quirnbacher Bauernmarkt ist auch so ein Markt für ein Heiratsmarkt gewesen, wo die Bauern ihre Kinder untergebracht haben. Die Schafzucht ist in der Pfalz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst rückläufig gewesen, was zum Teil mit dem Import billigerer Wolle aus England zu tun hatte, aber auch mit der veränderten weiderechtlichen Situation der Urbarmachung früher öde liegender Felder. Im Gegensatz zur Schafzucht nahm die Schweinezucht und Schweinemast zu Beginn der bayerischen Zeit zu. Allein zwischen 1810 und 1833 ist die Stückzahl der Schweine in der Pfalz von 71.000 auf 128.000 angestiegen. Neben größeren Landwirten erzielten auch Bäcker, Müller und Bierbrauer die besten Masterfolge. Ich sprach von den Prämien, die für die Viehzucht vergeben wurden. Auch hier es gibt wunderschöne Auszeichnungen, die auf dem Gebiet des Ackerbaus und der Wiesenbewirtschaftung an pfälzische Landwirte vergeben wurden, mit denen sie Preise bekommen haben, wie hier dieses Ehrendiplom. Zu nennen ist, was die
die Fortschritte auf dem Gebiet des Ackerbaus betreffen, ist hier vor allem auch Daniel Hauter vom Dreihof bei Landau. Auch er stammte aus einer Mennonitenfamilie, die ursprünglich aus der Schweiz kam und sich dann im Raum Zweibrücken angesiedelt hat. Er wurde zum Pionier im Tabak- und Hopfenanbau und machte sich vor allem durch die Züchtung von Weizen und Gerste einen Namen. Hauters Winterweizen und Hauters Sommergerste wurden auch im Ausland hochgeschätzt. Für seinen Weizen erhielt Hauter die Züchterprämie und den Ehrenpreis für den besten Weizen Deutschlands. Er wurde von der bayerischen Regierung mit dem Titel Ökonomierat ausgezeichnet, wie übrigens eine ganze Reihe weiterer Bauern aus der Pfalz. Andere erhielten die Adam-Müller-Medaille, die für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Bisher habe ich vor allem von Männern gesprochen, die Bäuerinnen kamen zu kurz. Obwohl sie in den Betrieben immer mithelfen mussten, bei der Arbeit im Stall zum Beispiel, das Melken zum Beispiel war oft Sache der Bauersfrau, aber auch auf dem Feld war die dort anfallende Arbeit ohne die Frauen undenkbar. Hier auf dem Foto bringen die Frauen die schweren, mit Gras gefüllten Säcke von der Wiese nach Hause. In Kriegszeiten, in denen die Männer eingezogen waren, überlebten so manchen landwirtschaftlichen Betriebe oft nur dank des enormen Einsatzes der Bauersfrauen. Ich möchte noch auf die landwirtschaftlichen Standesvertretungen zu sprechen kommen. Zu Beginn der 1890er Jahre, als Deutschland von einer schweren Agrarkrise heimgesucht wurde, gründeten Bauern im Deutschen Reich eine bald sehr einflussreiche Standesorganisation, die nach kurzer Zeit den Charakter einer Partei annahm, den Bund der Landwirte, abgekürzt BDL. Die Gründung des BDL war ein Protest gegen die Agrarpolitik des Reichskanzlers Leo von Caprivi. Der BDL hatte das Ziel, alle Landwirte zur Wahrung des der Landwirtschaft gebührenden Einflusses auf die Gesetzgebung zusammenzuschließen. Er forderte Zollschutz, Schonung in steuerlicher Beziehung, die Schaffung von Landwirtschaftskammern und die Beaufsichtigung der Börse. Bei der Reichstagswahl 1893 trat der BDL für die Ablehnung des bevorstehenden Handelsvertrages mit Russland ein, unterstützte die rechtsstehenden Parteien im Kampf gegen den Liberalismus mit unverkennbarem antisemitischem Einschlag. Nee, das ist das nicht, das hier. Dem BDL war es damals vor allem in den protestantischen Teilen der Bayerischen Pfalz gelungen, einen großen Teil der Wähler zu mobilisieren. Maßgeblicher Repräsentant des BDL in der Pfalz war jahrelang Karl Gebhardt aus Lauterecken, der den BDL als die Elite der werktätigen Landwirte bezeichnete. Seine Hochburg lag in den Amtsbezirken Homburg, Kusel und Rockenhausen, aber auch hier in der Vorderpfalz hatte der BDL viele Anhänger. Bei der Reichstagswahl 1912 erzielte der BDL reichsweit ein Rekordergebnis von 20%. Aber hier in der Pfalz lag er weit höher, im Rockenhausen, im Wahlbezirk Rockenhausen lag er bei 57%, im Landkreis Kusel bei 56%, im Wahlbezirk Homburg bei 52%. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich der Bund der Landwirte aufgelöst. Ein Großteil seiner Mitglieder gründete zusammen mit dem rechten Flügel der Nationalliberalen Partei 1919 die Deutsche Volkspartei der Pfalz. Wie gesagt, ein großer Teil der pfälzischen Bauern wählte zwischen 1895 und 1914 den Bund der Landwirte. Es gab in der Pfalz aber auch schon früh Bauern, die sich der SPD angeschlossen haben, die dadurch manchen Anfeindungen ihrer Berufskollegen ausgesetzt waren. Hier zum Beispiel Karl Klingel aus Bockenheim, eine bedeutende Persönlichkeit der pfälzischen Politik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist ganz früh Mitglied der SPD geworden, oder Julius Rüb aus dem westfälischen Hütchenhausen, der nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Jahrzehnte mindestens im Landtag von Rheinland-Pfalz auch gerade die Bauern vertreten hat. Der Erste Weltkrieg und die wirtschaftspolitischen Auswirkungen des Versailler Vertrags stürzte die deutsche Landwirtschaft in eine schwere Krise. Durch die Zolllinie am Rhein fiel das rechtsrheinische Absatzgebiet weg. Doch die Bauernschaft trat nicht geschlossen auf. Nachdem sich der Bund der Landwirte aufgelöst hatte, fehlte den pfälzischen Bauern eine eigene Standesvertretung. Die Repräsentanten der pfälzischen Landwirtschaft forderten auf einer Landwirteversammlung in Frankenthal im November 1919 den Zusammenschluss der Bauern, um ihren Einfluss auf die Regierung überzeugend vertreten zu können. Damit diese, wie der Roxheimer Ökonomierat Frenzel sagte,
sich nicht von anderen Leuten Vorschriften machen lassen müssen, so wörtlich, die von der Landwirtschaft so viel verstehen wie die Kuh von der Muskatnuss. Der Pfälzer Bauernbund mit seinen etwa 18.000 Mitgliedern und die Freie Bauernschaft, die ca. 32.000 Mitglieder zählte, waren die größten Organisationen. Daneben gab es den Reichslandbund und den Pfälzer Bauernverein. 1923 litt die Bevölkerung unter der galoppierenden Inflation. Viele kleine Landwirte und Winzer verloren ihre letzten Ersparnisse. Firmen und Städte ließen Notgeld drucken. Im August 1923 zahlte man für ein 3 Pfünder Kornbrot 190.000 Mark, 4 Wochen später schon 6.500.000 Mark und schließlich im Oktober 23 18 Millionen. Viele Mitglieder der Freien Bauernschaft, das wurde dann durch die Einführung der Rentenmark endlich gestoppt, viele Mitglieder der Freien Bauernschaft schlossen sich in dieser Notzeit auch in der Pfalz einer separatistischen Bewegung an und forderten einen Anschluss an Frankreich. Ihr Sprecher war Franz Josef Heinz aus dem nordpfälzischen Orbis. Im November 1923 proklamierte er in Speyer die Pfälzische Republik. Doch sie bestand nur ein paar Wochen. Heinz fiel im Januar 1924 im Hotel Wittelsbacher Hof in Speyer einem Attentat zum Opfer und damit ging auch diese Bestrebung zu Ende. Er war lange Zeit ein sehr angesehener Vertreter der pfälzischen Bauern. Doch die Krise in der Landwirtschaft ging weiter und spitzte sich Ende der 20er Jahre zu, sodass im Februar 1929 etwa 2000 pfälzische Landwirte eine eindrucksvolle Kundgebung in Kaiserslautern veranstalteten und auf die Not der Bauern hinwiesen. Sie forderten unter anderem einen Zollschutz für deutsche Erzeugnisse der Landwirtschaft und des Weinbaus. Es wurde beklagt, dass zu viel Obst und Gemüse aus dem Ausland eingeführt werde. Angesichts der Landwirtschaftskrise der 20er Jahre verwundert es uns nicht, dass sich viele pfälzische Bauern, vor allem aus den protestantischen Gebieten der Nord- und Westpfalz, früh der NSDAP angeschlossen und sie gewählt haben. Die Zerstrittenheit unter den pfälzischen Bauernorganisationen, die sich durch die ganze Zeit der Weimarer Republik hindurchzog, erschwerte ein geschlossenes Auftreten der Bauern. Es kam zwar schließlich 1929 zur Gründung der Pfälzer Bauernschaft, die wurde aber 1933 aufgelöst. An ihre Stelle trat der Pfälzer Bundschuh, dessen Name an die Bauernaufstände des frühen 16. Jahrhunderts erinnern sollte. Der Pfälzer Bundschuh wurde 1934 auch aufgelöst. Die verschiedenen bäuerlichen Vereinigungen der Pfalz gingen fortan im Reichsnährstand auf, der nach der Machtübernahme der NSDAP gegründet wurde und unter der Leitung des Reichsbauernführers Walter Daré stand. Er war gleichzeitig Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und stand an der Spitze des Reichsamtes für Agrarpolitik. Alle, die an der Erzeugung und dem Absatz landwirtschaftlicher Produkte beteiligt waren, Personen wie Verbände, wurden gleichgeschaltet. Der Reichsnährstand wurde untergliedert in Landesbauernschaften, Kreisbauernschaften und Ortsbauernschaften, denen jeweils ein Bauernführer vorstand. In der Pfalz war viele Jahre der aus Friedelsheim stammende Hans Bonnet Landesbauernführer, bis er sich 1942 mit Gauleiter Bürkel überwarf, weil Bonnet die Enteignung der lothringischen Bauern kritisiert hatte. Die nationalsozialistische Regierung erließ am 29. September 1933 das Reichserbhofgesetz, um damit auch diejenigen Bauern für sich zu gewinnen, die der NSDAP bislang ferne standen. In diesem Gesetz heißt es wörtlich, die Reichsregierung will unter Sicherung aller alter deutscher Erbsitte das Bauerntum als Blutquelle des deutschen Volkes erhalten. Die Bauernhöfe sollen zur Überschuldung und Zersplitterung im Erbgang geschützt werden, damit sie dauernd als Erbe der Sippe in der Hand freier Bauern bleiben. Es soll auf eine gesunde Verteilung der landwirtschaftlichen Besitzgrößen hingewirkt werden, da eine große Anzahl lebensfähiger, kleiner und mittlerer Höfe möglichst gleichmäßig über das ganze Land verteilt, die beste Gewähr für die Gesunderhaltung von Volk und Staat bildet. Zitat Ende. Der Erbhof musste eine bestimmte Größe haben, um eine Familie damit ernähren zu können. Die Mindestgröße lag bei 7,5 Hektar. Er musste ungeteilt auf den Erben übergehen. Der Besitzer eines Erbhofes durfte sich Bauer nennen, während alle anderen die Berufsbezeichnung Landwirt führen mussten. Bauer konnte allerdings nur sein, so heißt es im Gesetz, wer deutschen oder stammesgleichen Blutes ist und unter den Vorfahren kein jüdisches oder farbiges Blut hat.
Jeder Landwirt, der seinen Hof zum Erbhof erklärt haben wollte, musste einen arischen Nachweis vorlegen. Und die Höfe wurden dann in eine spezielle Erbhöferolle eingetragen. Allein im Gau Saarpfalz wurden 3.300 bäuerliche Betriebe zu Erbhöfen erklärt. Davon hatten nur 27% eine Größe von über 15 Hektar. Was die Landwirtschaft im Dritten Reich angeht, sei auch darauf hingewiesen, dass nach dem Frankreich-Feldzug und der Annektierung Elsass-Lothringens 1940 viele Lothringer Bauern von ihren Höfen verjagt und pfälzische Bauern darauf angesiedelt wurden. Sie mussten, wie man sich denken kann, nach Kriegsende Lothringen wieder verlassen und kehrten in ihre Heimat zurück. Sicher gäbe es noch vieles zu sagen, gerade auch was die Entwicklung der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft, wo es dann zu gewaltigen Strukturveränderungen kam. Ernst Becker-Blind hat sich in den Westrich-Kalendern 2009 und 2010 ausführlich mit der Landwirtschaft damals vor 60 Jahren befasst. 1948, in dem Jahr, als die Währungsreform durchgeführt wurde, wurde in seinem Heimatort der erste Traktor angeschafft. Dort gab es damals 23 landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe und knapp 30 Nebenerwerbsbetriebe, die von sogenannten Arbeiterbauern bewirtschaftet wurden. Also das waren Bauern, die in der Industrie gearbeitet haben und aber nebenbei noch einen landwirtschaftlichen Betrieb führten, der aber meistens von den Frauen betrieben werden musste. Und jetzt noch so ein paar Bilder, einfach aus der Landwirtschaft, ohne dass ich zu jedem Bild da viel sagen kann. Der Tabakanbau spielt natürlich eine große Rolle, Hopfenanbau weniger, aber der Tabakanbau hat eine große Rolle in der Pfalz gespielt. Darüber könnte man auch einen eigenen Vortrag halten. Der Bezirksverband Pfalz hat jahrzehntelang noch einen eigenen Tabakbausachverständigen unterhalten, um die pfälzischen Tabakbauern über die neuesten Entwicklungen und über Fortschritte der Tabakanpflanzung zu unterrichten. Hier so ein paar Eindrücke, die sind jetzt überwiegend aus der Westpfalz. Hier ein Bauer, der mit der Egge und zwei Ochsen sein Land bestellt. Eine sehr schöne Landschaftsaufnahme. Auch die Ziegen und Geißen gehören natürlich zur Landwirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie ganz entscheidend auch zur Ernährung beigetragen. Die Züchtung von Ziegen in der Pfalz, hier ein weiteres Ochsengespann, ein vierspänniges Ochsengespann aus einem Dorf in der Nordpfalz. Hier sehen wir wieder eine andere Art des Pfluges. Es gab ja so viele Pflugarten. Im Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim kann man einige davon sehen, aber auch viele Heimatmuseen bei uns in der Pfalz haben in ihrem Bestand verschiedene Pflugarten, die sie ausstellen. Ja, das war jetzt schon ein Bauer, der sich immerhin so zwei Pferde leisten konnte, um seinen Acker zu bewirtschaften. Wiederum ein zweispänniges Pferdegespann bei der Einbringung der Ernte. Hier sehen Sie auch wieder die Frauen, die ohne die nichts gelaufen ist auf den Bauernhöfen. Oder auch hier beim Kartoffelausmachen, das war auch oft eine Sache der Frauen. Und viele Kinder haben da auch mitgeholfen. Und ich kann mich selbst erinnern, dass ich bei den Nachbarn als Kind auch immer beim Kartoffelausmachen dabei war. Es gab dann immer wunderbare Honigbrote hinterher. Das sind so schöne Erinnerungen mit verbunden. Oder hier beim Kartoffelschneiden ein Ochsengespann, auch in der Westpfalz. In den 50er Jahren ging die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe allmählich, dann schließlich rapide zurück. Im Landkreis Kaiserslautern zum Beispiel verringerte sich die Zahl der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe in einem Zeitraum von 36 Jahren von 6.411 Betrieben im Jahr 1949 auf 1.032 im Jahr 1985. Also in einem Zeitraum von 35 Jahren sind über 5.000 Betriebe eingegangen. Wohingegen die Zahl der Betriebe mit einer Größe von über 20 Hektar von 168 1949 auf 417
im Jahr 1985 angestiegen ist. Also die Tendenz zu den größeren Höfen hat damals auch schon in den 50er und 60er Jahren begonnen. Der Kartoffelanbau ging im Landkreis Kaiserslautern von 3.400 Hektar 1949 auf ganze 546 Hektar 1985 zurück, wie auch der Anbau von Roggen und Hafer stark rückläufig war, während der Anbau von Wintergerste und Mais in dieser Zeit stark zunahm. Diese Tendenzen setzten sich in den letzten Jahrzehnten bekanntlich fort, doch das wäre noch einmal ein eigenes Thema. Mit der Flurbereinigung und der Zusammenlegung der vielen kleinen Parzellen wurde in den folgenden Jahren die Arbeit für die Landwirtschaft erleichtert. Seit den 1970er Jahren fand auch die biologisch betriebene Landwirtschaft allmählich erste Anhänger in der Pfalz. 1975 gründete Karl Werner Kiefer, früher Vorstandsvorsitzender der Georg Michael Pfaff AG in Kaiserslautern, die Stiftung Ökologie und Landbau mit Sitz in Bad Dürkheim. Als erster ökologischer Erzeugerverband wurde 1971 Bioland gegründet, dem sich auch eine Reihe von Pfälzer Landwirten anschlossen. Heute bewirtschaften ca. 36.000 Bauern in Deutschland ihre Betriebe ökologisch. Das sind etwa 14% aller Betriebe. 11% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland wird biologisch bewirtschaftet. Ja, nochmal so ein paar Aufnahmen, die sehr eindrucksvoll sind. In jedem landwirtschaftlichen Betrieb und damit schließlich auch wurden noch bis vor wenigen Jahren Hausschlachtungen durchgeführt, in der Regel in den Wintermonaten. Zu diesem Thema zeigt das Museum im Westrich in Ramstein gerade eine Sonderausstellung, die gestern in der Rheinpfalz vorgestellt wurde. Hier ein Foto von einer Hausschlachtung in Leistadt bei Bad Dürkheim aus den 1920er Jahren. Und als Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum in Ramstein-Miesenbach lade ich Sie herzlich ein, einmal in die Westpfalz zu kommen und diese Ausstellung in Ramstein sich anzusehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Paul, besten Dank für Ihren interessanten Vortrag. Auch, dass die Höfe größer werden und die weniger Bauern übrig bleiben, ist auch ein bekanntes Phänomen. Der Vortrag steht zur Diskussion. Wer will die erste Frage stellen? Ich habe gehört, es sitzen noch eine ganze Reihe von Experten unter uns, die sicher manches besser wissen als das, was ich Ihnen so erzählen konnte. Limburger Hof zum Beispiel. Herr Bleiholder, Sie waren doch da auch tätig. Ja. Und vielleicht gibt es da auch noch Fragen, die an die Mitarbeiter des Limburger Hofs gerichtet werden können. Das wäre sicher auch mal ein eigener Vortrag wert, vielleicht hier an dieser Stelle von einem Fachmann, einer Fachfrau, über diese wichtige Einrichtung zu referieren. Bitte. Herr Dietrich, ja. Ja, ich hab mir angewöhnt, Bilder kritisch zu hinterfragen. Ja. Sie haben ein Bild gezeigt von Frauen, die mit Säcken handhaben. Im Hintergrund sehe ich einen Baum, der keine Blätter trägt. Dann hat man gesagt, das ist Gras. Das ist kein Gras. Nee, doch in einem Sack sieht man das Gras. Das ist Heu wahrscheinlich irgendwo vom Heuschober. Warten Sie mal, wenn es kommt. Nee, das ist weiter. Ja, ja. Weiter vorne. Noch weiter. Ja, wieder. Sehen Sie, hinten dran, wenn der Baum hinten grün wäre, dann wäre es Gras. Ja, Sie haben recht, ja. Also gut. Aber hier, gucken Sie mal, was ist das hier? Ja, das ist kein Gras. Um die Zeit das machen Sie. Streu, das ist Streu. Gras macht man ab Mai. Ich darf das sagen, weil ich 3 Bücher zu dem Thema geschrieben habe. Das eine Buch heißt, das haben Sie auch schon mal besprochen, das heißt Bauern und andere Leute und behandelt die letzten Jahre der Bauern in Wolfstein. Dann habe ich eins geschrieben über die Waldbauern, wie das arme Leben meiner Vorfahren in Elmstein sich dargestellt hat.
Das heißt also Waldbauern und andere Leute. Und dann ein letztes, Weinbauern und andere Leute, wo ich eigentlich von unten komme. Ich gehe also zu den Leuten hin, habe gefragt, was habt ihr gemacht? Und es war noch möglich, solche Leute überhaupt anzusprechen. Ich erinnere mich an eine Frau Zimmermann aus Haardt, die jetzt gerade gestorben ist. Die hatten noch Bilder, wo diese sogenannten Weinbauern ihre Kartoffel auf dem Acker draußen, wo der Globus ist, noch selbst geerntet haben. Das waren also zu einem Drittel Winzer und zu zwei Drittel Bauern. Ich danke, dass ich das sagen durfte. Ja, besten Dank für Ihren Beitrag. Hat jetzt jemand Lust, eine Frage zu stellen? Da hinten ist jemand. Ja, danke. Es wäre mit Sicherheit auch sehr interessant zu wissen, wie damals alle möglichen Kulturen angebaut worden Entschuldigung, sind. Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht. Es wäre sehr interessant, wie die natürlichen Bedingungen dort waren. Weil heute kann man in unserem Gebiet keine Kartoffeln mehr anbauen, ohne zu beregnen. Also die Klimaveränderung ist mit Sicherheit auch an dieser Geschichte deutlich zu erkennen. Sicher, ja. Das hat eine große Rolle gespielt. Ja, weitere Ergänzungen, Fragen? Herr Dietrich, Herr Leiholder. Ja, ich hätte es auch so geschafft. Nicht weit von hier ist eine Einrichtung, die der Herr Dr. Adams gegründet hat. Das ist eine Ausstellung, die nicht nur, das heißt Weinbaumuseum, aber es ist eigentlich ein Weinbauernmuseum, weil da drin stehen auch zum Beispiel Geräte, wie man den Spreu vom Weizen trennen konnte. Und das ist kein Winzergeschäft. Und dass unsere Winzer, unsere Weinbauern hier auch ihre Getreide in Mühlen brachten, das kann man da auch sehen. Und dazu möchte ich auch empfehlen, dass ich glaube, das ist im Moment ein bisschen eine unbeachtete Sache da drüben. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir das auch noch nicht angesehen, aber danke. Ich werde mir das, Museum mal ansehen. Ich darf aufmerksam machen, dass dieses Museum, Weinbaumuseum, das damals von Herrn Adams aufgebaut wurde, eigentlich von der Winzerschaft von Musbach geführt werden sollte, aber heute zu den Museen der Stadt Neustadt gehört, nicht 100 Meter davon ist, sondern 10 Meter. Im Nachbargebäude. Es ist untergebracht, nur Öffnungszeiten, nur nach Ankündigung über unser Büro. Wir hatten es gerade davon, dass es ein Weinbauer nicht unbedingt ein reiner Weinbauer war. Ich kenne aus der Geschichte des Städtchens, wo ich jetzt wohne, kenne ich diese Erzählung, dass nun, sagen wir mal, bis Ende der oder Mitte der 50er Jahre jeder Bodenbearbeiter, egal in welcher Richtung, mehrgleisig gelaufen ist. Er war autonom. Er hat sich selbst versorgt. Er hat dafür gesorgt, dass das Vieh im Stall sein Futter bekam. Ja. Er hat sein Getreide angebaut. Er hat seine Weinzeilen angebaut und seine Obstgärten angelegt. Und er war autonom. Und dann hat sich ja wohl erst rausgestellt, aufgrund des Begriffs der Rentabilität, dass man sich spezialisierte auf mehr oder weniger Monokulturen. Das ist eine ganz wichtige, meines Erachtens eine ganz wichtige Entwicklung der 50er Jahre gewesen. Und zusammen mit der Einführung der praktischen Maschinchen, die alles dann etwas erleichtert haben, haben sich weite Striche der Rheinebene doch als Monokulturstriche entwickelt. Das war's. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, ist wichtig, ja. Ja, viele Weinbauern waren natürlich auch, haben Vieh gehalten und haben ihr Land bewirtschaftet. Ich habe einen Urgroßvater väterlicherseits, der war Winzer und Landwirt in Schweigen in der Südpfalz. Und ich habe auch noch viele Bilder aus
sowohl vom Weinbau dort als auch von der Landwirtschaft, was er da betrieben hat und wie viel Vieh er gehalten hat. Das gehört dann natürlich zu einem, zu vielen Weinbaubetrieben einfach dazu. Richtig, ja. Ja, das ist genau der Punkt, den Sie da angesprochen haben. Ich habe Landwirtschaft studiert und wir hatten noch gelernt, die Wiese ist die Mutter des Ackerlandes. Warum? Weil auf den Wiesen Tierhaltung gemacht wurde und mit der Tierhaltung hat man dann Dünger produziert, so gut wie es ging. Und ich kann mich noch erinnern, dass beim Weingut Deinhardt, jetzt von Winning, wir im Kuhstall oder im Pferdestall unsere Weinproben gemacht haben. Das heißt, selbst ein so großes Weingut hatte Kühe. Mhm. Ja. Und das war ganz normal. Weinbau war nur ein zusätzliches Einkommen, würde ich sagen. So, und jetzt wollte ich nochmal hier auf diese Diskussion von den Monokulturen zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, was Sie unter Monokulturen verstehen. Ich verstehe dadurch, dass darunter, dass Jahr für Jahr die gleiche Frucht dort angebaut wird. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben Fruchtwechsel. Fruchtwechsel, ja, ja, seit dem 18. Oder Fruchtfolge. Fruchtwechsel sehe ich mehr. Blattfrucht, Getreidefrucht, Blattfrucht, Getreidefrucht. Das ist der Fruchtwechsel. Gemüsebaubetriebe, ja, da ist mehr die Blattfrucht das Bedeutende. Aber die bauen auch Getreide zwischendurch an, um dem Boden wieder ein bisschen Ruhe zu geben. Und gut, wenn Sie Monokultur, beim Mais kann man es manchmal beobachten, weil er selbstverträglich ist. Nicht? Das funktioniert. Ja, Weinbau ist auch Monokultur. Ja, das ist eigentlich auch, ja. Ja, ja. Ja. Aber auch Obstbau ist Monokultur. Aber das geht halt nicht anders. Hm. Das wollte ich nur noch dazu erwähnen. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage zu den Mennoniten. Die hatten Sie mehrfach erwähnt als, sagen wir, Impulsgeber in der Landwirtschaft hier. Die kamen ja von außen hier rein. Was ist denn die Motivation gewesen, dass die Mennoniten so stark sich in der Landwirtschaft verankert haben und da bis heute noch engagiert sind? Ja, die Mennoniten, die waren natürlich, die hatten oft, die kamen ja aus der Schweiz, hatten da kleine Höfe bewirtschaftet und waren natürlich darauf aus, möglichst viele Erträge aus ihren kleinen Höfen zu erzielen. Und ich denke, ich kann Ihnen keine ausreichende Antwort auf diese Frage geben, sicher, aber ich denke, dass sie von ganz früh schon gewohnt oder darauf angewiesen waren, möglichst die Erträge möglichst zu steigern und dadurch auf andere Methoden auch gegriffen haben oder eingesetzt haben. Und als sie dann hier in die Pfalz kamen, ist ja dann auch von ihnen erwartet worden, dass sie auf ihren Höfen einiges bewirken. Und sonst, wer hätte ihnen der Landesherr, die am Anfang durften sie ja nur Höfe pachten, durften gar keinen besitzen. Erst nach in der Franzosenzeit konnten sie einen Hof ersteigern. Vorher konnte der Kurfürst von der Pfalz ihnen einen Hof geben. Und wenn sie es nicht ordentlich bewirtschaftet haben, hat es ihnen wieder entzogen. Es konnte aber auch sein, dass sie es gut bewirtschaftet haben, dann hat er es ihnen auch entzogen, hat es einem anderen gegeben. Also sie waren darauf aus, möglichst viele Erträge zu erwirtschaften auf ihren Höfen, damit sie sich auch auf diesen Höfen halten konnten. Aber das erklärt nicht, warum sie schon ganz früh damit so innovativ waren. Vielleicht hat jemand eine Erklärung dazu. Ich weiß, ich habe mich mit den Mennoniten schon intensiv beschäftigt, ja. Aber warum sie eigentlich zu den Agrarpionieren der Pfalz geworden sind, das, gut, die haben natürlich untereinander, die waren schon modern für die damalige Zeit, die haben sich untereinander unterrichtet, was die anderen Bauern doch nicht so gemacht haben, bevor es keine Landwirtschaftsschulen gegeben hat. Die Mennoniten haben sich immer wieder auf ihren Höfen getroffen, haben sich ausgetauscht über die Verhältnisse auf den einzelnen Höfen und was man zur Verbesserung beitragen kann. Also da waren sie schon, haben sie irgendwie einen anderen Geist gehabt als der Großteil der übrigen nicht-mennonitischen Bauern. Kann ich Ihnen bestätigen, ich habe meine Lehre auch bei Mennoniten gemacht. Mhm. Die treffen sich im Monat mindestens einmal, ja. Und nach dem Gottesdienst wird dann gesprochen über, genau. Was hast du für Erfahrungen mit dem Gerät? Ja. Also da erfährt man das Neueste nach der Kirche.
Also, ich glaube, es war auch so, dass die Mennoniten in anderen Berufszweigen, das war ja Zunftzwang, wenn sie 500 Jahre zurückgehen, gar nicht reingekommen sind. Die durften ja kein Handwerk machen. Gut, ja, einige haben schon Handwerk gemacht. Wir haben hier in Neustadt die Möllingers, die Uhrmacher waren. Ja. Es gab so ein paar Ausnahmen. Ja, es gibt dann ein paar gute Juristen dabei. Ja. Ich kenne ich auch. Ja. Gut. Aber das wollte ich nur sagen. Die sind begeisterte Ackerbauer. Mhm. Und die kommen vom Acker her. Ja. Und die wissen, was der Boden wert ist. Ja. Und, nicht? Und können damit umgehen. Und das müssen wir lernen. Mhm. Ja, gibt es noch Fragen? Und ja, geh mal erst noch mal nach hinten. Im Zusammenhang mit den Mennoniten hätte ich die Frage, Ihren Vortrag, den Sie schon mal gehalten haben, ob ich den irgendwo nachlesen kann. Ich habe den nicht so veröffentlicht. Wenn Sie mir nachher Ihre Adresse geben, kann ich den Ihnen schicken oder so. Können wir so machen. Ja, auch nochmal zu den Mennoniten. Es gibt ja einige Höfe in der Südpfalz, Kaplaneihof, Deutschhof, dann im Nordelsass, Geisberg, Schafbusch und dann Niederrödern. Das waren so Gebiete, die im Dreißigjährigen Krieg extrem entvölkert waren, wo dann sehr viele Mennoniten sich angesiedelt haben und die haben nur untereinander geheiratet. Es war auch ähnlich wie bei den Calvinisten, dass dort, mein Vater hatte so einen Spruch, da hieß es, wer reich ist auf Erden, wird reich sein im Himmelreich. Während die Katholiken eher hatten, wer viele Kinder hat, gilt als reich. Und die haben auch nur untereinander geheiratet, haben dann Flächen aufgenommen, während die örtlichen Landwirte, die waren limitiert, weil einfach im Ort nicht mehr Fläche da war. Und die Mennoniten haben dann auch rausgeheiratet. Wir haben große Mennonitensiedlungen oben bei Frankenthal, wir haben in Bayern welche. Und dadurch, dass die Freier waren, sich ausgetauscht haben, wie schon gesagt, und untereinander geblieben sind, hatten sie natürlich mehr Wachstumsmöglichkeiten und konnten dann auch modernere Technik einsetzen. Während die örtlichen Bauern, die mehr stationär blieben, die waren einfach limitiert. Mhm. Durch Auswanderung konnte was gehen. Da war bei uns in der Südpfalz, ging es erst in die Ukraine runter um 1808, später dann nach Amerika. Aber die örtlichen Bauern waren limitiert und die Mennoniten waren da viel freier und deswegen haben sich auch da sehr große Höfe entwickelt, die bis heute ja führend sind. Ja. Übrigens, die Mennonitenhöfe in Bayern sind auch von Pfälzer Mennoniten. Diese Pfälzer sind da hingezogen. Zu Beginn der bayerischen Zeit hat der bayerische König Max I. Mennoniten angeworben, um im Donaumoos zum Beispiel da Höfe zu gründen oder zu übernehmen und die auf Vordermann zu bringen. Das haben die am Pfälzer Mennoniten mit großem Erfolg dann gemacht. Sind wir schon? Ja, so. Halb eins. Sie wollten noch eine Frage stellen? Ja. Der Herr Roland guckt auf die Uhr. Vielleicht mein Thema noch ein bisschen ein anrüchiges. Der Herr hat gerade gesagt, Sie hätten im Kuhstall gefeiert oder was haben Sie? Im Weinproben gemacht. Ja. Also es ist so, dass ja Kuhställe für den kleinen Winzer, Bauern, waren, die hatten zwei Kühe. Da konnte man nicht so viel Mist machen, wie man im Wingert gebraucht hätte. Es ist daher, und auch die großen Weingüter haben viel Mist gebraucht. Und jetzt stelle ich die Verbindung von der Hinterpfalz, sage ich jetzt mal, ungern, in die Vorderpfalz da. Der Mist ist aus der Hinterpfalz in großen Waggons mit Güterzügen in die Vorderpfalz gefahren worden für die großen Weingüter. Dankeschön. Ja, das weiß ich auch. Das hat mir auch ein Bauer erzählt damals. Ja. Er wollte aber So, sind noch Fragen? Dann möchte ich Herrn Paul nochmal danken für Ihren Vortrag. Und natürlich kriegen Sie natürlich auch unser übliches Gastgeschenk, wenn ich Ihnen das so überreichen darf. Dankeschön, vielen Dank. Und beende damit die heutige Sitzung, ohne mich beim Felix zu bedanken. Genau, der Felix macht immer die Technik. Vielen Dank, Felix. Und unseren beiden Mitarbeitern draußen am Tresen, nämlich Herrn Pech und Frau Philippek,
für die Bewertung. Der nächste Vortrag ist am 16. April. Da geht es um Herrn Nast. Aber nicht um seine Biografie, sondern mehr um seine politischen Karikaturen, die er in den USA veröffentlicht hat. Ein Herr Vortragender ist nicht aus Kaiserslautern, sondern aus Edenkoben, ein Herr Hans-Joachim Schatz. Bis dahin wünsche ich alles Gute.